heutigen Video möchte ich euch die AccuCheck Combo und die AccuCheck Insight von der Firma Roche vorstellen. Wir fangen mit der AccuCheck Combo an. Die Pumpe ist nicht CGM-fähig. Sie hat 5 Basalratenprofile, die man einstellen kann, in 24 Basalsegmenten. Die Pumpe direkt hat keinen Bonusrechner, aber es gibt das Messgerät Aviva Combo dazu, was einen Bonusrechner hat und auch gleichzeitig eine Fernbedienung. Ich verbinde die beiden Geräte über Bluetooth. Und ich habe allerdings nicht die Möglichkeit, einen manuellen Blutzuckerwert einzugeben oder Glukosewert einzugeben, sondern ich muss mit den Aviva-Teststreifen blutig messen und dann kann ich den Bonusrechner nutzen. Also wenn ich nicht blutig messe mit diesem System, kann ich den Bonusrechner nicht benutzen. Die Pumpe hat eine Ampulle von oder mit dem Inhalt von 315 Insulineinheiten kann ich befüllen. Ich habe die Möglichkeit, selbst zu befüllen oder das Insulin-Insuman-Infusat in vorgefüllte Ampullen zu nehmen, was allerdings eher jetzt seltener genommen wird. Die Pumpe hat ein Gewicht von 110 Gramm, ist wasserdicht auf 2,5 Meter über eine Stunde getestet. Wenn man Besonderheiten herausgreifen möchte, ist das eine sehr solide Pumpe, die gut in der Hand liegt, mit gummierten Tastaturen. Ich kann einen Schnellbolus hier oben über die Seiten abgeben, was viele Patienten schätzen, weil ich das sehr schnell auch blind in der Kleidung machen kann, indem ich eine Taste drücke, mit der anderen einstelle und die Pumpe mir mit Ton und Vibration das bestätigt. Ja, wenn man sagen soll, also sie tut, was sie tun soll, ist kompakt und gut zu handeln. Wir gehen jetzt zur AccuCheck Insight. Die Insight ist auch nicht CGM-fähig. Sie hat 5 Basalratenprofile in 24 Segmenten einzustellen. Die Pumpe hat keinen Bonusrechner, allerdings gab es bisher den AccuCheck Aviva Insight Datenmanager dazu. Jetzt ist allerdings verkündet worden, dass der Manager nicht mehr mit ausgeliefert wird, sondern nur noch die Pumpe. Bei den Manager war es genau dasselbe wie eben bei der Combo. Ich kann nur mit den Blutzucker-Messstreifen von Roche arbeiten. Ich kann keinen manuellen Wert eingeben, auch als Fernbedienung zu nutzen. Und Roche hat angekündigt, ab 2021 mit einer App auf den Markt zu kommen, wo ich dann einen Rechner habe und sehr wahrscheinlich auch die Pumpe dort die Daten einfügen lassen kann. Die Pumpe hat eine Ampulle mit 160 Insulineinheiten, vorgefüllt mit NovoRapid. Das Gewicht ist 122 Gramm, also sie ist sehr schön abgerundet, allerdings auch ein bisschen schwerer, aber durchaus sehr kompakt. Wasserdicht 1,3 Meter über eine Stunde. Wenn man bei dieser Pumpe Besonderheiten hervorholen sollte, ist es so, dass sie einen Spezialadapter hat. Bei der Combo ist es so, dass ich mit einem Lyre-Anschluss noch arbeite und hier ist ein Spezial, was allerdings draufgesetzt wird und dann wirklich glatt an der Pumpe anliegt und dadurch halt auch nicht sich ablösen kann. Sie hat sehr kleine Einstellungen der Insulineinheiten, was für einen sehr geringen Insulinbedarf sicher von Vorteil ist und ist auch eine sehr solide Pumpe. Wenn ich in den Display gehe dann und ins Menü, habe ich die Möglichkeit hier unten den Display zu vergrößern. Manchmal geht es ein bisschen schlechter. So, genau, also wenn ich es ein bisschen schlechter sehe, habe ich hier ein Farbdisplay und kann mir den halt auch größer und kleiner machen.